Michael? Was ist denn so interessant an dem Kleinen von Frau Liebert? Schon wieder fleißig, Herr Doktor. Und Sie spielen schon wieder Rotkäppchen? Ach, Sie sehen aus, als könnten Sie eine Aufheiterung gebrauchen. Im Moment geht es ziemlich drunter und drüber, ja. Oh, ich hoffe nicht, dass ich einen Fehler in die Buchführung gebracht habe. Das hat nichts mit der Praxis zu tun. Schon wieder Kummer wegen Ihrer Charlotte. Kuchen? Muffins. Möchten Sie einen? Bevor ich mich schlagen lasse. Zacken aus der Krone brechen, wenn du mich einmal ein wenig unterstützen würdest. Wie lange willst du denn noch am Rockzipfel deiner Mutter hängen, anstatt selber was zu unternehmen? Ich unternehme selber etwas. Und das tue ich auch für dich, was du schon vergessen hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich lange genug als Geschäftsführer hältst, um mir eine Hilfe sein zu können. Wie schön. Eine Mutter zu haben, die so an ihren Sohn glaubt. Alles um dir zu helfen, aber ich kann dir nichts recht machen. Ständig stänkerst du rum. Wenn dein Bruder noch leben würde, dann hätte er diese Betrüger schon längst zu Fall gebracht. Verdammt nochmal, Markus ist aber tot. Ja, und ich wünschte, du wärst an seiner Stelle ertrunken. Was kommt jetzt? Die Litanei über meinen verstorbenen Musterbruder? Oder die Arie über dein todkrankes Herz? Ich hab's satt. Markus wäre mir niemals in den Rücken gefallen, da hast du recht. Hey, wo bleibst du denn? Du wolltest noch in den Whirlpool gehen. Ach, das hatte ich ganz vergessen. Verzeihung. Irgendwelche Probleme? Nein, alles in Ordnung. Du weißt, du kannst mir alles sagen. Ich habe nur über ein paar Rechnungen gebrütet, die heute noch raus müssen. Und damit möchte ich dich nicht langweilen. Du langweilst mich aber nie. Was hat deine Mutter eigentlich gesagt? War sie sauer? Warum sollte sie? Immerhin hast du mich mitgenommen zum Arzt und nicht sie. Erstens, bei so guten Nachrichten ist niemand sauer. Und zweitens, meine Mama ist die Allerbeste. Damit sie sauer wird, da muss schon einiges passieren. Beneidenswert, euer gutes Verhältnis. Sie würde alles für mich tun. Schön, eine Mutter zu haben, die einen unterstützt. Du denkst an die Sache mit dem Ring? Oder ist noch was anderes passiert? Ja, etwas sehr Schönes. Du bist wieder total gesund. Und jetzt lass uns in den Whirlpool gehen, bevor uns noch mehr Arbeit dazwischen kommt. Köstlich. Ich backe Ihnen gern mal wieder einen Muffin oder auch einen Kuchen. Sie müssen nur Bescheid sagen. Weiß ja nicht, sonst wege ich in einem Jahr 2 Cent. Jetzt übertreiben Sie aber. Nein, im Ernst, Sie dürfen mich nicht so verwöhnen, Helen. Warum nicht? Sie haben es doch verdient. Weil Sie doch so viel arbeiten. Nein, das kann nicht einreißen, dass Sie hier so viele Überstunden machen. Ich kann mir das einfach nicht leisten. Das mache ich doch gern. Auch ohne Bezahlung. Ich will doch nur, dass Sie sich wohlfühlen. Was ist eigentlich mit dieser Frau Marinelli los? Was soll mit der los sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist in dich verknallt. Es ist besser, wenn wir das lassen. Schade, dass wir den Bart wohl nicht für uns hatten. Ich kam mir vor wie im Haifischbecken. Wieso? Ja, wenn ich gewusst hätte, dass Rosol hier auch da ist. Hast du nicht gesehen, wie sie mir auf die Pelle gerückt ist? Du meinst, deine äußerst attraktive Kollegin, der alle Männer betont desinteressiert hinterher schauen? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Weil sie bei diesem Imagefilm so rumgezickt hat?
weil die Zusammenarbeit mit ihr problematisch ist. Und dann heißt sie auch noch Engel. Ist was passiert? Wie meinst du das? Naja, wer sich so aufregt, ist in der Regel verliebt. Das ist ja das Problem. Ich bin das nicht. Ach, aber sie hat sich in dich verguckt. Und jetzt lässt sie mich auflaufen, weil ich ihre Gefühle nicht erwidere. Darum wollte sie auch nicht mit nach Mailand fliegen. Ohne dich macht's ihr keinen Spaß. Sie ist unberechenbar. Und falsch, vom Scheitel bis zur Sohle. Du meinst, von den Kiemen bis zur Schwanzspitze. Das Einzige, was sie beherrscht, ist das Jagen aus dem Hinterhalt. Wenn diese Haidame könnte, dann würde sie dich mit einem Haps verschlingen, wie einen armen kleinen Hering? Genau. Tja, da habe ich wohl die bessere Taktik gewählt. Mir bist du freiwillig ins Netz gegangen. Und ich fühle mich nicht mal gefangen. Soll ich anfangen? Frau Weber wartet schon auf Ihre Laborergebnisse. Vielleicht könnten Sie da gleich mal nachhaken. Kaffee? Nein, danke. Aber vergessen Sie bitte nicht, Ihren Kittel anzuziehen. Unsere Patienten kommen gleich. Danke für den Hinweis. Wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, aber wir sind eine Arztpraxis. Ach so. Ich dachte, wir sind hier in der Disco. Frau Marinelli, ich glaube, wir müssen reden. Gestern Abend, ich glaube, da ist irgendetwas zwischen uns passiert. Kann es sein, dass Sie mehr für mich empfinden? Ich habe mich in sie verliebt. Also doch. Ich wollte Ihnen das eigentlich nicht zeigen. Aber gegen Gefühle ist man nun mal machtlos. Gut, du übrigens, ich habe ein paar neue Weine gekauft. Wenn du Lust hast, dann eine Verkostung heute Abend? Gerne, du. Gut, in der Küche, nach dem Schluss. Hm? Darf ich? André, natürlich, setz dich. Hat die Liebeserklärung nicht geholfen? Sieht man mir so deutlich an, dass ich neben der Spur bin. Ach, André. Werner hat mir gesagt, dass du dich mit dem Gedanken trägst, wieder nach Afrika zurückzugehen. Ist das dein Ernst? Ich kenne dich lange genug, um zu wissen, dass du das eigentlich gar nicht möchtest. Aber wenn ich hier bleibe, ich habe mich in eine Sackgasse manövriert. Weißt du, wie oft ich da schon war? Es gibt immer einen Ausweg. Ich bin das beste Beispiel. Notfalls muss man zurückfahren. Es gibt immer einen Platz zum Wenden. Aber ich finde keinen. Und deshalb frühstückst du ohne den Doktor. Ich wollte allein sein, um mir über alles klar zu werden. Aber dein Michael würde dir sicher gern helfen beim Rangieren. Er tut alles, um mich von seiner Liebe zu überzeugen. Eine Liebeserklärung gestern? Beeindruckend. Ich kann einfach nicht aus meiner Haut heraus. Ich muss immer an die Zukunft denken. Wird er mich auch dann noch begehren, wenn ich noch älter bin? Wer weiß schon, was die Zukunft bringt, aber so wie ich die Sache einschätze, sind seine Gefühle für dich ehrlich. Vertrau ihm doch einfach. Ich habe einfach keine Kraft dazu. Wahre Kraft kommt von innen. Und wenn du ihn wirklich liebst, dann hast du die auch.